So Leute, es ist schon ein bisschen her, dass ich damals letztes Jahr, irgendwann im letzten Jahr, die Spellbooks aufgemacht habe. Von Jace, von Gideon und von Chandra. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kommt nächstes Jahr auch wieder was Cooles. Und dann kam Ende des Jahres ein Spellbook, was kein Spellbook war, sondern dieses Teil. Ich bin kein Fan davon. Ich sag's von vornherein, ich bin kein Fan von diesem Commander Collection Green Stuff. Ich find's nicht schön. Ich find's doof, dass sie eine ähnliche Aufmache genommen haben, wie die Spellbooks aussehen. Und für mich ist das einfach nur ein Spellbook Freya Lise. Spoiler, die ist da drin. Aber das wissen die meisten ja sowieso. Ich finde einfach, dass dieses Ding super unnötig war. Vor allem für den Preis, den es hat. Und man mit zwei, drei einfachen Handgriffen dieses Ding sehr einfach hätte günstig halten können. Na, gehst du auf. So, endlich auf. Gott, das hat jetzt gedauert. Ja, wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Erstens fand ich die Grundidee cool, so ein Commander-Ding zu machen. Es fühlt sich super weird an. Aber als dann angekündigt wurde, dass es davon noch eine Premium-Version gibt mit All Foil, die super teuer ist und ich die niemals zeigen werde, weil sie All Foil ist und super teuer und ich mir das nicht leisten kann, dachte ich mir, wow, danke. Danke für nichts, Wizard. Danke für nichts. Ja, wir haben hier, wie gesagt, so eine etwas strange sich anfühlende Box drumherum. Es ist von der Aufmachung her sehr schön. Das muss man ja zugeben. Es ist doch sehr schön. Und es ist auch ein bisschen hochwertiger als die Spellbooks. Auf jeden Fall hochwertiger als die Spellbooks. Aber guckt euch das an. Es ist auch nur so ein bisschen Aufmache. Mehr ist es nicht. Damit hätte man ja auch wieder Geld sparen können, indem man das vielleicht nicht ganz so krass macht, weil die Verpackung ist nicht wichtig. Also nicht so wichtig, finde ich. Aber das ist auch meine kleine Meinung. So, gucken wir uns mal an, was dieses Commander Legends Freya Lise Llanowar Furies drin hat. Diese Bilder kriegt man aktuell nur in diesem Set. Immer noch, glaube ich. Und ja. Gucken wir uns die Karten mal an. Wir haben die Freya Lise. Llanowar Fury, 5 Mana, kommt mit 3 Marken rein. Tappen, man kriegt dann 11 Druid mit Tappen für ein grünes Mana. Token nicht inkludiert. Minus 2, man zerstört ein Artefakt oder ein Enchantment. Okay. Minus 6, man zieht eine Karte für jede grüne Kreatur, die man kontrolliert. Das ist auch okay. Und man kann sie als Commander nehmen, was sehr cool ist. Warum hat man den Token nicht reingetan? Fand ich traurig. Dann haben wir einen Omnath, Locus of Mana. Ein sehr mächtiger Commander, 3 Mana 1-1. Unbenutztes grünes Mana wird nicht am Ende von Steps und Phases aus dem Mana Pool. Und der kriegt plus 1 für jedes grüne Mana. Das kann sehr, sehr viel sein. Und gerade dieses ungenutzte grüne Mana ist so ein Potenzial, was man dann einfach mit in die nächste Runde nehmen kann. Hammer. Bane of Progress, eine Karte, die bei uns super selten im Commander gespielt wurde und sehr schnell, naja, out of favor gedroppt wurde, weil die Leute es gehasst haben. 6 Mana, 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, zerstört er alle Artefakte oder Verzauberungen und kriegt so viele plus 1 Marken wie auf diese Weise zerstörte Karten. Seedborn Muse, das Artwork finde ich super hässlich, aber es passt eher wie die andere Seedborn Muse. 5 Mana, 2-4 und zum Beginn jedes Enttapp-Segments werden alle deine Permanenten enttappt. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch legal ist im Commander. Sylvan Library, auch hier nicht mein Artwork, aber es gibt Leute, die die Karte feiern. 2 Mana zu Beginn des Draw Steps, zieht ihr 2 zusätzliche Karten. Wenn ihr das tut, zu Beginn des Draw Steps könnt ihr 2 zusätzliche Karten ziehen. Wenn ihr das tut, müsst ihr 2 Karten aus eurer Hand wieder aufs Deck tun. Es sei denn, ihr zahlt 4 Leben für jede Karte, die ihr auf der Hand behalten möchtet. So, ihr müsst halt von den Karten, die ihr gezogen habt, 2 wieder oben drauflegen. Die hätte man rauslassen können, dann wäre das Ganze schon viel, viel günstiger. Worldly Tutor. Ein Mana, ein grünes Mana, instant. Ihr durchsucht euer Deck mit einer Kreaturenkarte, zeigt die vor und legt sie oben aufs Deck. Krasse Teil, dass die da drin ist, finde ich cool, ist okay. Artwork ist okay. Ist okay. Füllen mit Yesan, Yesan ist nicht mit drin. Dann haben wir einen Solring in einem grünen Style. Für ein grünes, tappen für 2 farblose. Ist okay. Und Command Tower in grün. Warum denn Command Tower in einem Mono-Grün? Na, das.
Das hat mich hart getriggert. Wir hätten die Sylvan Library nicht gebraucht, die halt echt bockteuer ist. Die wird das Ganze schon wesentlich günstiger machen, wenn dafür irgendwie eine andere coole Karte drin wäre. Senses Divining Topf. Kostet ein Viertel davon. So, dazu haben wir dann halt eine Freya-Lise. Warum nicht einfach eine Freya-Lise machen? Finde ich doof. Ich hoffe, ihr downvotet das Video deshalb nicht in die Hölle. Aber freie Meinungsäußerung. Ihr könnt mir eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Ich finde dieses Commander Collection Green super strange, super hässlich und ist überhaupt nicht mein Jam. Vor allem nicht, weil es hier halt nicht diesen random Foil-Faktor gibt, den man einfach ziehen kann, was einfach cool ist bei den coolen coolen Spellbooks. Hier muss man dann das Doppelte bis Dreifache bezahlen, um die alle in Foil zu bekommen. Das finde ich doof. Das finde ich richtig doof. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.